So sieht es aus, das Schweineherz, das ein menschliches Leben retten soll. In Baltimore, im US-Bundesstaat Maryland, wird es David Bennett vergangene Woche eingepflanzt. Das Schweineherz ist seine letzte Chance, denn der 57-Jährige leidet an einer Herzerkrankung im Endstadium. Aber warum greift die Medizin hier überhaupt auf einen tierischen statt menschlichen Spender zurück? Weil einfach nicht genug Spender vorhanden sind, um die benötigten Organe zu bekommen. Daher muss man nach Alternativen suchen. Im Bereich des Herzens ist es so, dass es Kunstherzen gibt und Herzunterstützungssysteme. Die Verwendung dieser Systeme ist aber mit hohen Komplikationsraten assoziiert und deswegen versucht man sozusagen einen biologischen Herzersatz. Professor Eckhard Wolf ist Genetiker, forscht seit vielen Jahren an Schweinen als Organspender. Doch Tier und Mensch sind biologisch natürlich unterschiedlich. Das Schweineherz würde im Normalfall von David Bennetts Körper abgestoßen werden. Doch es spricht etwas für das Schwein als Spender. Einmal, weil das Herz von der Größe und Funktion her gut zum Menschen passt. Zumindest, wenn man Schweinerassen verwendet, die nicht zu groß werden. Und weil man heute die Möglichkeit hat, Schweine gezielt genetisch zu modifizieren, sodass man Abstoßungsreaktionen überwinden kann, auch physiologische Probleme, zum Beispiel bei der Blutgerinnung, und auch Infektionsrisiken mindern kann. Eine Organspende von einem Tier. Wir fragen in der Frankfurter Innenstadt nach, ob sich die Menschen im Ernstfall ein Schweineherz einpflanzen lassen würden. Natürlich, wenn ich weiterleben kann, logisch. Also wenn ich jetzt 80 bin, nicht, aber wenn ich jetzt so jung bin, würde ich das schon machen. Ich finde es wahnsinnig, dass das überhaupt noch möglich ist. Ich finde das faszinierend. Also ich verstehe auch jeden, der es tut, aber für mich käme das überhaupt nicht in Frage. Also weder vom Schwein noch vom Löwen, das einfach würde ich nicht machen. Ich würde es machen. Ich bin zwar eigentlich Muslime, da ist eigentlich Schwein komplett verboten, aber ich würde es trotzdem machen, so, weil es geht ums Leben im Endeffekt. Genau, ja, würde ich auch machen. Es ist eine medizinische Sensation, fast schon ein bisschen wie Science Fiction. David Bennett hat jetzt ein Schweineherz in seiner Brust schlagen. Ob es sein Leben deutlich verlängern wird, kann aber noch niemand sagen. Wir haben so etwas noch nie am Menschen gemacht und ich denke, dass wir ihm eine bessere Wahl gegeben haben, als die Fortführung seiner Therapie ihm gegeben hätte. Aber ob es einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr bedeutet, weiß ich nicht. Professor Axel Haverich ist einer der führenden Transplantationsmediziner Deutschlands, hat die OP in den USA natürlich mit Interesse verfolgt. Auch, weil er den leitenden Chirurgen Bartley Griffith persönlich kennt. Das ist eine wahnsinnig tolle Entwicklung der Xenotransplantation, dass wir es tatsächlich geschafft haben, ein tierisches Organ in einen Patienten zu transplantieren. Und dass es dann noch ein kollegialer Freund ist, Bart Griffith, den ich seit vielen Jahren kenne, ist natürlich dann besonders schön, dass man da auch so einen Wiedererkennungswert hat und auch sozusagen anerkennt, dass er nach 15, 20 Jahren langer, sehr intensiver Arbeit diesen klinischen Erfolg jetzt für sich verbuchen konnte. Auch wenn die US-Amerikaner jetzt den medizinischen Ruhm verbuchen, von Konkurrenzdenken keine Spur beim deutschen Kollegen. Hätte Bart Griffith eine Lunge transplantiert vom Schwein, dann wäre ich vielleicht getroffen, weil das ist Schwerpunkt unserer Arbeit. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich nicht so froh reagiert hätte wie jetzt, wo er das erste Herz transplantiert hat. Die erste Herztransplantation von einem Schwein zu einem Menschen. Aber ist das, was den amerikanischen Chirurgen gelungen ist, auch bald bei uns möglich? Wir gehen davon aus, dass man weniger genetische Modifikationen für die Spenderschweine benötigt, als die jetzt in den USA verwendet wurden. Insbesondere haben wir Schweine zur Verfügung, die kleiner sind als die in den USA verwendeten. Das heißt, man muss nicht ein wachstumsregulierendes Gen ausschalten, wie die Kollegen das getan haben. Die Schweine passen von Haus aus, von der Größe her, perfekt zum Menschen. Und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um das dann auch in Deutschland in nächster Zeit in die Klinik zu bringen. Auch wenn er nicht weiß, wie lange das Schweineherz in seinem Körper schlagen wird, David Bennett ist froh über jeden Tag, den er weiterleben kann.